Wir machen weiter Strecke in den Niederlanden, diesmal Richtung deutsche Grenze. Und Efteling steckt uns noch in den Knochen. Völlig egal, wir bleiben treu. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag 3, Park 2. Wir stehen vor dem Toverland, auch wenn das, was da drüben steht, viel interessanter als der Eingang ist, müssen wir sowieso erstmal da durch. Ich glaube, heute wird ein sehr chilliger Tag. Es ist noch nicht viel los. Vereinzelt kommen mal noch Autos gefahren. Wir parken noch ganz vorn. Es ist gerade geöffnet worden. Wir haben es jetzt genau 10, beziehungsweise wenige Minuten danach. Und ja, wir werden uns mal heute genau die Bereiche anschauen, die das Toverland geöffnet hat. Mit Betreten des Eingangs bahnen wir uns direkt unseren Weg durch die Wurzeln des Parks. Begonnen hat ja alles als Indoor-Park in einer einzigen Halle. Das war 2001. Mittlerweile hat sich der Park nicht nur um eine zweite Halle, sondern auch um zwei große Außenbereiche erweitert. Das sind einerseits die Troy Area und seit 2013 das magische Tal hinter dem Booster Bike Coaster, der übrigens zum Magic Forest, also der zweiten Halle, gezählt wird. Befinden sich hauptsächlich Familien- und Kinderfahrgeschäfte. Das fängt an beim klassischen Kinderautofahren und nostalgischem Karussell, geht über beliebte Attraktionen wie Wellenflieger und Tassenkarussell bis hin zu Junior Coaster und Wildwasserbahn. Letztere schlängelt sich dann jedoch für den finalen Sturz aus der Halle heraus.
In den letzten Jahren hat man auch weite Teile der Themengestaltung in den Hallen überarbeitet bzw. geändert. Auch die Bobbahn bekam einen neuen Namen. Sie hört seit einiger Zeit auf Blitzbahn und kommt mit sehr erfrischender Thematisierung im Erfinderstil daher. Hat mir sehr gut gefallen, das neue Design. Ich begrüße euch heute das erste Mal aus dem Inneren des Parks, schon nach einer einzigen Fahrt, weil es wird wirklich sehr gediegen heute. Die Joy Area macht erst um 12 auf. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, so ganz in Ruhe so ein bisschen die beiden Hallen zu erkunden. Ich sitze hier auch schon beim ersten Kaffee vor recht angenehmer Kulisse. Boosterbike fährt, das ist in Ordnung, da werden wir nachher auch nochmal hingehen. Ja, wir lassen es heute tatsächlich sehr gediegen angehen. Und wir werden heute, so wie es aussieht, höchstwahrscheinlich auch nicht bis zum Parkschluss bleiben, also nicht bis 18 Uhr. Eventuell bis zur Dämmerung, dass man mal das ein oder andere Licht noch einfangen kann, was hier aufgehängt wurde. In den Hallen ist ein bisschen Weihnachtsdeko, da macht es jetzt nicht viel Unterschied, ob es draußen hell ist oder nicht. Inwiefern draußen überhaupt groß Deko ist, muss ich nachher sowieso auch erstmal gucken, weil das Toverland, ich glaube, ganz so aufwendig ist es hier gar nicht. Macht ja auch Sinn, wenn man sich im Winter halt hauptsächlich auf die Hallen hier konzentriert. Warum soll man großartig den Außenbereich, der sowieso nicht die ganze Wintersaison geöffnet ist, großartig noch viel ausdenken, um dann das Ganze die meisten Tage geschlossen zu halten, ist eh Blödsinn. Aber ich glaube, wir werden zumindest mal sehr viel Spaß auf Joy und Boosterbike haben. Weil das sind zwei sehr, sehr amüsante Bahnen, die mich auch schon gute halbe Tage beschäftigt haben, allein diese zwei Anlagen. Deswegen genieße ich jetzt weiterhin meinen Kaffee, auf dem im Moment die Kamera steht. Deswegen muss ich die jetzt ausmachen, damit ich weiter trinken kann. Also, bis zum nächsten Programmpunkt. Nochmal zurück zu Boosterbike. Die Bahn ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, tatsächlich sogar der Prototyp des Vekoma Motorbike Coasters. Und davon auch kein schlechter. Boosterbike weiß durchaus zu überzeugen, insbesondere auch durch die eher seltene Sitzposition, kommt in steilen Kurven und auf den Airtime-Hügeln am Schluss trotz mäßiger Gehkräfte richtig Spaß auf. Zudem hatten wir auch noch Walk-On, beziehungsweise On, ohne Walk. Also einfach mal sitzen bleiben. Da sage ich nur, launch it. Als sich dann der Uhrzeiger über die Mittagszeit hinaus bewegte, öffnete auch ein weiterer der zwei Außenbereiche, nämlich die Joy Area. Leider bleibt im Winter auch bei Temperaturen über 10 Grad plus das neue magische Tal geschlossen. Was allerdings einfach nur konsequent ist. Und da auch die Preise an das Winterangebot angepasst sind, will ich mal nicht zu viel verlangen. Außerdem haben wir jetzt genug mit einem sehr geilen Woody zu tun. Doch die Holzachterbahn von GCI ist nicht das einzige, was das Toverland im ersten Außenbereich zu bieten hat. So lassen sich doch wieder Klassiker für Familien finden. Mit dabei eine Pferdereitbahn für die Kleinsten und nebenan eine Schiffsschaukel. Ich mag die Dinger. Hui! Wird langsamer. Hui. Nun aber zu meinem Highlight im Park, Troy. Ich mag GCI-Woodies ja allgemein sehr. Aber was hier steht, ist grandios. Troy bietet alles. Enge wilde Kurven, Airtime-Hügel, das im angenehmen Rahmen vorhandene Out-of-Control-Gefühl und eine tolle Optik in sich. Die Bahn ist einfach ein Hingucker. Und genauso fährt sie sich auch. Immer wieder gerne.
Highlight im Toverland ist ohne Zweifel das da hinter mir. Toll. Die haben sich mit diesem GCI-Woody ein richtig, richtig geiles Ding. Haben schon jetzt ein paar Fahrten hinter uns gebracht. Immer noch, wie von Anfang an, absolut Sahne. Absolut geiles Ding. Wir haben es noch gar nicht so spät heute, werden aber nicht allzu lange machen. Ob ich bis zur Dämmerung mich hier noch befinden werde, kann ich so noch gar nicht sagen. Es kann sein, dass es gar nicht so wird. Mal gucken, wie es weitergeht. Eventuell noch ein paar Farben treu. Und wir wollen heute allgemein uns ein bisschen ausruhen, weil wir heute früh schon sehr schlecht aus dem Bett gekommen sind. Es ist gestern dann doch noch später geworden als geahnt und da bietet sich das heute an, ein bisschen eher Schluss zu machen. Genug Aufnahmen kann ich trotzdem sammeln. Durch das auch nur, naja, sagen wir zwei Drittel des Parks geöffnet sind, ist das kein Problem. Das ist ein schöner, entspannter Tag zwischendurch. Muss man auch mal machen, kann nicht schaden. Im Bereich hinter dem großen Sturz der Wildwasserbahn gibt es noch einige Spiel- und Klettergeräte sowie eine Picknickwiese für die Selbstversorger. Für Planschereien war es dann aber doch nicht warm genug. Langsam aber sicher neigt sich auch unser Besuch dem Ende. Wir entschieden uns, nicht bis zur Dunkelheit zu bleiben, denn am folgenden Tag sollte es wieder etwas strafferes Programm geben. Also beendeten wir unseren Toverland-Besuch mit dem Rückweg durch die beiden Hallen und natürlich dem Shop. Irgendwas muss ja immer mitgenommen werden. Ich muss allerdings so oder so auch mal im Sommer hierher. Denn das magische Tal hinter Booster Bike soll äußerst gut gelungen sein. Und das will ich selbst erkunden. Ja, liebe Freunde, wir sagen jetzt Tschüss zum Toverland, wir sagen Tschüss zum Treu. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir im Sommer wiederkommen, damit ich mir das magische Tal mal anschauen kann, denn das kenne ich auch noch nicht. Ich möchte auch gerne das Rafting und den Wirbelwind mal ausprobieren. Zeitnah eventuell, werden wir sehen. Es ist jetzt 14.26 Uhr, wir hatten jetzt also etwas über 4 Stunden ganz gut unseren Spaß, insbesondere auf Booster Bike und Troy. Und im Allgemeinen, für einen ruhigen Tag, gerade auch mit Familien, kann man jederzeit mal ins Toverland fahren, wenn man in der Nähe ist. Gut, eine große Anreise über ein Unternehmen wahrscheinlich nicht allzu viel für den Park. Aber nun gut, bei uns lag er eben auch in der Mitte zwischen eben morgen Phantasialand und gestern Efteling. Und da dachte ich, den kann man ruhig als Tag dazwischen mitnehmen. Das schadet nie. Und ja gut, ich würde wahrscheinlich auch nur im Rahmen von einer wirklichen Tour hier vorbeifahren, wenn ich noch andere Parks in der Umgebung mitnehme. Ansonsten hat man hier doch zumindest mal, wenn man vielleicht auch erst mittags kommt, einen schönen Nachmittag hier in Sevenum sind wir. Ja genau, in Sevenum. Und es ist aber nicht allzu weit von der deutsch-holländischen Grenze entfernt. Also man ist schon relativ zügig hier, wenn es mal drauf ankommt. Wir verabschieden uns jetzt so langsam in das letzte Stück des dritten Tages. Mal schauen, was wir heute noch machen. Wir werden es ruhig angehen lassen, noch ein bisschen in der Wohnung rumsitzen. Vielleicht überkommt es mich nachher und ich mache vielleicht doch schon den ein oder anderen kleinen Clip. Ich muss ja auch noch zwei Türchen machen. Das für gestern muss ich ja nachreichen. Da werde ich mich nachher noch mit beschäftigen dürfen. Und ja, dementsprechend klinke ich mich jetzt an der Stelle für den heutigen Tag vorerst mal aus. Und wir begeben uns jetzt auf den Rückweg in unsere Wohnung, beziehungsweise in unser Bungalow. Also bis dahin.